Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Let's Play LS17. Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map. Version 1.3. Wir sind dabei, Roggen zum Hühnerhof zu bringen. Dass mit dem Automat, also die Cosplay-Kurse funktionieren, bis auf das automatische Abkippen. Komischerweise. Da muss ich dann wohl nochmal einen neuen Kurs machen. Das, ja, will mir nicht so ganz in den Kopf. Aber egal. Ich sehe erstmal zu, dass ich hier ablade. Dass das leer wird. Ja, er ist ja leider voll. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich automatisch zurückfahren zum Eierhof. Macht denn der Mähdrescher? Macht der Mähdrescher denn wenigstens Spat? Zumindest schwader. Schön, allerdings ist er jetzt voll. Ja, ist klar, ist logisch. Ja. So, jetzt beeil dich, dass du bloß nicht mit dem entgegenkommenden LKW zusammenstößt. Weil das könnte hier auf der Brücke wohl etwas knapp werden. Ah, da müsste aber genug Platz sein. Na los! Und wo bleibt der andere? Naja, er müsste uns gleich entgegenkommen. Sehen kann ich ihn noch nicht. Doch, da. Da ist er auf einmal. Moin. Ach, schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache. Mal das nicht wirklich macht, das weiß ich auch nicht mehr. Ganz schön am Rumeiern. Ja. So, wir sehen mal, was jetzt hier so kommt. Warum kippt der nicht ab, ey? Na los. Hier eigentlich schon Wasser hingebracht.
ich hier schon Wasser hingebracht? Na los, rein da. Schön alles reinfüllen. Aber warum fährt der TGS jetzt nicht los und tankt den Drescher ab? Mir ein Rätsel. Kein Drescher in Reichweite. Ach so, hasch mich. Oh, aber auch ewig, ne? Da hinten steht er und wartet. Die Schwertablage sieht aber immer noch komisch aus, aber muss wohl so. Das muss wohl so. Ja, bleib doch gleich stehen. Nun fahr. Bitte. Naja, das Feld sollten wir dann ja auch bald abgeerntet haben, denke ich. Ja, schön. Wenn du dann gleich mal aus dem Weg fährst, dann wäre ich ja super happy. Diese ganzen Kack-Dinger da, ne? Die will ich eigentlich gar nicht sehen. So, wollte ich ja gar nicht haben. Wollte ja hier vorne gleich den Ladewagen holen. Steht auch alles in der Gegend rum, ne? Ist unglaublich. Unfassbar. So. So, mal schauen. Denn irgendwie das mit dem Strohabfahren zumindest automatisierend kriegen. Das war knapp. Das war knapp.
macht auch gar nichts, dass die Felder im Moment kein Pflanzenwachstum haben. Das habe ich ausgeschaltet. Das mache ich immer bei der Ernte und vor allem auch beim Wiederansehen. Sonst dauert das Ansehen dauert manchmal so lange, dass man da echt, ja, weiß ich auch nicht. So, wollen wir mal schauen, ob wir hier einen Cosplay-Kurs aufgezeichnet kriegen. Der hier einigermaßen funktioniert. Um hier Stroh abzufahren zu den Hühnern. Was ja voll cool wäre. Wenn das gehen würde. Mal gucken. Das am besten machen. Boah, ich hätte da am liebsten so wenig Arbeit wie möglich mit. Ey, eigentlich bräuchte man so viele Kurse. Ich glaube, wenn man diese Map wirklich komplett alleine bespielen will. Jo, moin Hermann. Da kann man, ich glaube, so viele Cosplay-Kurse kann man gar nicht anlegen. Also die einzigen Punkte, wo es hier Probleme geben kann, das sind die Kurven eigentlich und die Brücke zum Feld runter und natürlich hier auf dem Hof, aber das ist jetzt mit anderen Fahrzeugen, aber da wollen wir mal hoffen, dass das nicht passiert.
Ja, da steckt einer im Verkehr fest. Ich war jetzt ziemlich ruhig und war ziemlich konzentriert. Bitte entschuldigt das, dass ich euch hier nicht nonstop zutexte. Aber ja, ich musste erstmal selber überlegen. Ich habe keine Ahnung, ob der Kurs so funktioniert oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich werde mal schauen. Ich kann mich da nur überraschen lassen. Mehr kann ich da nicht machen. Silage müssen wir auch unbedingt machen. Ja, ist so vieles, was wir machen können, wollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Erstmal müssen wir hier das Feld fertig machen und dann das Pflanzenwachstum wieder einstellen. Und wir können uns dann auch nochmal um die Produktionen alle kümmern. Das wäre genug. Dass wir dann genug Geld verdienen können auch, um uns eventuell neue Felder, neue Maschinen, was auch immer, alles neu leisten zu können. So, speichern als Feld. 12. Eier, Stroh. So, das haben wir. Den löschen wir jetzt. Wir haben hier. Achso, erstmal hängen wir jetzt hier den Dingenser wieder an. Den Ladewagen. Aber wir können ja schon mal versuchen. Immer parallel dazu. Parallel zu den anderen Arbeiten. Könnten wir ja schon mal versuchen, Stroh zu sammeln. So. Dafür brauchen wir aber erstmal Feld 12 dreschen. Und Feld 12 Eier Stroh. So. Wir haben jetzt alle an. So, und jetzt gucken wir erstmal, wo wir denn hier einen Schwad liegen haben. Also, wo auch tatsächlich einer ist. Und nicht, wo einer sein könnte. Einstellen. Zu viele Entladepunkte, nur einer erlaubt. Ah, ich werd weich. Ja, komm. Aufgeschissen. Erstmal. Ja. Wir sammeln erstmal. L12 dreschen. So. Das ist auch Feldarbeit. Die Gerät muss entladen werden.
So, kannst du jetzt losfahren? Bitte. Irgendwas stimmt hier nicht, ich weiß nicht, was es ist. Ist mir jetzt auch egal. Ich steige jetzt erstmal hier hin um. Irgendwas ist hier gerade mega faul. Ich kann hier nicht mehr einsteigen, ich kann nicht mehr aussteigen, ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Naja, wir sind eh zu weit. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn hier jetzt irgendwie gerade Chaos ist und hier gar nichts mehr so richtig geht. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo freuen. Und wenn ihr wieder einschaltet, freue ich mich noch viel mehr. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!